Hallo Hamburg. Ich muss heute tatsächlich ein bisschen flüstern, weil ich bin total heiser. Aber ich freue mich trotzdem hier zu sein. Und wenn ihr mich einfach nicht versteht oder ich zu leise spreche, dann einfach lauter oder irgendwas rufen und ich wiederhole das alles. So, ich spreche heute über die Zellenflüsterin. Das bin ich. Ich habe an der Uni Hamburg Biologie studiert und mache jetzt gerade meine Doktorarbeit im KI. Ist heute Biologen unter uns so ein paar? Super. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber als Biologen wird man immer gefragt, du, was ist das denn für eine Pflanze? Und was ist das denn für eine Blume? Am besten alles auf Latein und mit Familie, mit Gattung. Also, was ist das? Weiß das jemand? Also, Bellis perennis. Genau, das ist auch das Einzige, was mir hängen geblieben ist von Botanik 2. Naja, und dann gibt es noch das hier und das hier. Und leider habe ich keine Ahnung, was das ist. Ich bin total bei den Stammzellen hängen geblieben. Und ich finde Stammzellen einfach so toll, weil sie sich einfach in jede Zelle sozusagen differenzieren können, wenn man das bedenkt, dass wir von Anfang an eigentlich nur aus den Stammzellen bestehen. Also auch die Stammzellen müssen üben und damit sie schlau werden und ins Gehirn kommen. Also wie schon gesagt, Stammzellen können zu Darmzellen werden, Leberzellen, Herzmuskelzellen, Nervenzellen, Blutzellen, Muskelzellen. Und das sind nur eins von wenigen Beispielen. Was ich jetzt im Labor mache, ich habe hier so meine pluripotente Stammzellen und dann, na, ich habe ja schwarze Haare. Hex, Hex. Hautzellen. Hex, Hex. Plus Gefäßzellen. Ja. Das ist auch mein ganzes Geheimnis eigentlich, was ich so jeden Tag im Labor mache. Naja, ich bin total auf den Stammzellen hängen geblieben und mich hat auch schon immer Herzen interessiert. Und nach meiner Masterarbeit habe ich dann eine Doktorandenstelle gesucht, was mit Herzen zu tun hat. Und bin dann am UKE in der Herzchirurgie gelandet. Und habe mich dann bei meiner Doktormutter vorgestellt und sie sagte so, ja, wir haben ein interessantes Projekt und zwar kannst du gebrochene Herzen reparieren. Das funktioniert ungefähr so. Wenn jemand an einen Herzinfarkt leidet, dann wird dieses Gefäß an der Stelle sozusagen, der Blutfluss wird gestoppt und es entsteht ein Ischämiebereich. Diese Herzmuskelzellen in dem Bereich sterben dann ab und die Herzfunktion lässt nach. Aber es gibt einen Weg, die auch zu reparieren. Und ich dachte mir, naja, klingt gut, genau mein Ding. Ich suche mir mal eine Stammzelle, mach daraus Herzmuskelzellen, bring das in den Patienten rein und zack, hab meine Doktorarbeit fertig. Bis ich gemerkt habe, dass es doch nicht so einfach ist. Weil die allererste Frage ist, von wo kriegt man die Stammzellen denn her? Es gibt natürlich unterschiedliche Arten von Stammzellen. Woran ich forsche, es sind iPS-Zellen. Die wurden vor ungefähr 10 Jahren neu entdeckt. Und zwar kann man da aus somatischen Zellen, also ganz normale Hautzellen, Stammzellen generieren. Also eigentlich könnte ich jetzt von jedem ein Stück Haut Biopsie nehmen, diese Reprogrammierungsfaktoren in die Zellen einschleusen und zack, habe ich dann aus zum Beispiel einer Hautzelle Stammzellen, die sich dann genauso verhalten wie embryonale Stammzellen. Aus diesen Zellen kann ich dann unterschiedlichste Zellenarten differenzieren, wie zum Beispiel hier auch Kardiomyozyten, was dann mich besonders interessiert. Okay, Stammzelle, okay. Herz kriege ich auch irgendwie noch hin, aber wie kriegt man dann die ganzen Zellen in den Patienten rein? Nehmen wir an, ein Patient kommt mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus. Was würden wir tun? Also
natürlich wäre die beste Methode, die Kardiomyozyten, die wir schon generiert haben, direkt in den Herzen zu spritzen, mit der Hoffnung, dass die einfach drin überleben und die Herzfunktion verbessern. Und er ist wieder glücklich. Wären da nicht unser Immunsystem? Also wir haben unterschiedliche Zellarten im Körper, besonders aber die B- und T-Lymphozyten. Und dieses fremde Zellen werden erstmal von der B-Lymphozyten erkannt. Die rufen dann die T-Lymphozyten zur Hilfe und das Organ oder die Zellen werden leider abgestoßen. Und das will der Patient auf keinen Fall. Das liegt vor allem daran an den Haupthistokompatibilitätskomplex. Sehr schwieriges Wort. Das sitzt auf jede Zelle und das ist sozusagen unseren genetischen Fingerabdruck. Das heißt, die Polizei checkt jede Zelle und guckt, gehört er zu mir oder gehört er nicht zu mir. Wenn der leider nicht passt, wird er gnadenlos aussortiert und abgestoßen. Aber es wäre ja eigentlich ganz praktisch, wenn man einen Doppelgänger hat oder einen Zwilling, der dann im besten Fall schon die Zellen generiert hat, die man dann sofort nehmen kann, um die Herzfunktion zu verbessern. Weil wenn der Patient kommt und sagt, ich leide einen Herzinfarkt, kann man ja unmöglich sagen, ja, warten Sie noch mal 3 Monate, bis ich dann Ihre Zellen generiert habe. Und daher werde ich euch jetzt erzählen, wie ich theoretisch jede Zelle von einer x-beliebigen Person in einen anderen Patienten transplantieren kann, ohne abzustoßen. Und mein Doppelgänger, wo bist du? Super. So, oh, hast dich ja schon geschrumpft auf meine Größe, also wir sind uns schon ähnlicher. Und das mache ich mit der Zelle ungefähr so. Also, ja. Sie, na, Lippenschrift tue ich dir jetzt nicht mehr an, aber wir haben schon eine gewisse Ähnlichkeit, oder? Dankeschön. Okay, und sowas mache ich auch dann mit den Zellen ungefähr. Nein, okay. Genau, dieser MHC1-Komplex, dieser Wort, was ich nie aussprechen kann, Haupthistokompatibilitätskomplex, schneide ich einfach ab mit der CRISPR-Technologie. Und meine Zelle wird ein MHC1-Knockout-Zelle. Dann hoffe ich einfach, dass ich die Polizei austricksen kann und der an meine Zelle herumschleicht, ohne ihn abzustoßen. Eine andere Möglichkeit wäre auch, ein anderes Enzym zu überexprimieren, und zwar Eido. Das wird auch in der Schwangerschaft produziert, um den Fetus, was ja zur Hälfte nicht von der Mutter stammt, zu beschützen, damit er nicht abgestoßen wird. Und das mache ich auch mit meiner Zelle. Das heißt, ich entziehe sozusagen den Polizisten der Waffe. Der sieht eventuell sogar die Zelle, kann aber nichts mehr tun. Und die Zelle bleibt dann trotzdem im Körper, ohne abgestoßen zu werden. Ja, und hoffentlich bringen mich diese 2 Methoden am Ende dazu, dass ich die Zellen der erfolgreichen Patienten initiieren kann. Und dass auch mein Ischämiebereich am Herzen nach einem Myokardinfarkt sich verringert. Und da hoffe ich auch, dass ich bald meine Doktorarbeit abschließen kann mit einem Riesenerfolg. Vielen Dank. Xiaomeng Hu, dein Applaus.